Insgesamt 51 Bushaltestellen gibt es im Nordenhammer Stadtgebiet. Viele von ihnen wirken nicht besonders einladend. Am Mittwoch waren zwei Teams von Gebäudereinigern zwischen Esensham und Blexen unterwegs, um die Buswartehäuschen auf Hochglanz zu bringen. Und zwar unentgeltlich. Das Budget der Stadt für die Unterhaltung der Wartehäuschen reichte gerade einmal, um die Mülleimer zu entleeren und die Schäden zu beseitigen, die Randalierer hinterlassen hatten. Deshalb hatte die Stadt eine Idee. Sie rief bei der Nordenhammer Firma Felske Dienstleistung und Henry Felske Gebäudereinigung an. Als Gegenleistung für die Reinigung der Warthäuschen bot die Stadt den Unternehmen an, dass sie ihre Werbung dort platzieren können. Die Betriebe verzichteten jedoch auf das Angebot und stellten dennoch ein Reinigungsteam zur Verfügung.